Liebe Genossinnen und Genossen, sehr verehrte Vertreterin der Presse, sehr verehrter Vertreter der Presse, der interessierten Öffentlichkeit. Aufbruch! Aufbruch für unser Bocholt. Das ist, was die Stadt jetzt braucht. Denn in Bocholt lässt sich gut leben. Das ist das Kapital unserer Stadt. Hier liegen die Chancen für die Zukunft von Bocholt. Doch nichts bleibt, wie es ist. Das hat Bocholt in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Mit mutigen Entscheidungen wie Aasee, Industriepark oder zuletzt auch Kubai. Und heute steht Bocholt wieder an einem Wendepunkt oder an vielen Wendepunkten. Wir müssen uns entscheiden. Wir dürfen, wir können das auch tatsächlich tun. Heute, liebe Genossen und Genossinnen, ist es unsere Aufgabe, die Weichen dafür zu stellen. Mehr noch, wir sind aufgerufen, aus dieser Grundhaltung, die Peter gerade sehr ausführlich dargestellt hat, warum er Sozialdemokrat ist und wie ich voll und ganz teile, also für eine freie und solidarische Gesellschaft einzutreten, das passende Schienennetz zu entwerfen, um dafür zu sorgen, dass Bocholt eine lebenswerte Stadt bleibt. Für alle Menschen in allen Lebenslagen und von Anfang an. Unsere Stadt braucht auch ein klares Profil in der Zukunft. Das könnte lauten, und das ist meine Meinung, dass es so lauten sollte, Bocholt, die liebenswerteste Stadt im Westmünsterland. So sehe ich nämlich dieses Städtchen, in das ich vor ein paar Jahren gezogen bin, in dem meine Familie lebt, in der ich im Museum auch arbeite. Die Voraussetzungen dafür stehen auch gut. Unser Bocholt steht nämlich im Vergleich gut da. Doch die Herausforderungen für unsere Stadt wachsen. Und diese Sorge treibt mich um. Und das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, als Bürgermeisterkandidat der SPD mich zu bewerben. Jetzt braucht es nämlich nicht unbedingt Juristinnen oder Juristen. Jetzt braucht es nicht unbedingt das Controlling. Jetzt braucht es vor allem Kreativität. Der städtische Haushalt ist solide. Wir haben Spielräume. Und wir haben die Aufgabe, mit dem Kapital unserer Stadt sehr sorgsam umzugehen. Dazu gehört aber auch die Wahrheit, dass unser Bocholt einen Investitionsstau hat. Nicht nur im Bereich Schule, Kitas und Jugendarbeit. Und seien wir mal ehrlich, der Haushalt, das ist das eine. Das Vermögen unserer Stadt ist aber noch was anderes. Dazu gehört auch eine attraktive Innenstadt, ein funktionierendes kulturelles Leben, Freizeiteinrichtungen, Sport, Infrastruktur und vieles andere auch. Ja, wir haben wahnsinnig viel zu tun in dieser Stadt und wir haben nicht für alles Geld. Deshalb reicht meines Erachtens eine grobe Liste möglicher Investitionsmaßnahmen nicht aus, die mit dem nächsten Projekt, dem nächsten Fördertopf schon wieder hinfällig ist. Es gibt thematisch sehr klare Prioritäten zu setzen, Querverbindungen zwischen Projekten zu denken. Ich sprach gerade von Aufgaben, ihr erinnert euch, es gibt noch viel mehr. Der Klimawandel fordert uns heraus, auch in der Klimakommune Bocholt, in der hunderte von Bäumen vertrocknen, Landwirte erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. Handeln fängt hier nicht mit einer Baumschutzsatzung an, die wir übrigens nicht mehr haben. Und die hört auch nicht mit einer entscheidenden Prüfung, einer entschiedenen Prüfung aller städtischen Maßnahmen im Hinblick auf Klima auf. Auch wenn das dringend geboten wird. Und in dem Zusammenhang müssen wir auch Mobilität diskutieren. Die SPD-Mitglieder haben ein Papier vorgelegt, in dem vieles drinsteht. Jetzt ist gerade das Mobilitätsgutachten oder ein Teil davon, ein Zwischenbericht, herausgegeben worden. Ihr könnt ihn alle nachlesen. Und wenn wir darauf gucken, dann findet sich da schon einiges wieder, was in unserem Papier steht. Doch jetzt geht es darum, aus dem Zwischenbericht ein richtiges Konzept zu machen. Und da müssen wir sehr genau hinschauen, ob das, was da jetzt kommt, das ist, was wir als Genossen und Genossinnen wollen. Liebe Genossen und Genossen, Bocholt ist auch eine glückliche Stadt. Die Arbeitslosenquote ist niedriger als im Bundesdurchschnitt, doch sie liegt gut 1-2% höher als in Borken, Coesfeld, Ahaus oder Dülmen. Und jetzt beginnen sich die Konjunkturprognosen einzutrüben. Und wenn es zum Schwur kommt, müssen wir auch Solidarität zeigen. Haltung ist gefragt. Manchmal helfen da auch Symbole. Die Wirtschaft in Bocholt, machen wir uns das mal klar, das sind auch Kleinst- und Kleinbetriebe, viel Handwerk, Landwirtschaft, eine leistungsfähige Kauf- und Fraumannschaft, Grundlage, aber des vergleichsweise hohen Wohlstands in Bocholt sind die Mittelständler. Viele große und kleine Unternehmen, darunter auch einige, die global agieren.
Da werden Arbeitsplätze geschaffen, da wird Geld verdient. Geld, das in Form von Steuern unserer Stadt Gesellschaft, und ich bitte da nochmal sehr genau zu unterscheiden, ob es um Gemeinschaft oder um Gesellschaft geht, zur Verfügung steht. Für diese Player, die großen wie die ganz kleinen, braucht es Entwicklungsmöglichkeiten. Nicht nur Grundstücke, nicht nur Infrastruktur, all das auch, aber es braucht auch denkende und handelnde Köpfe. Es geht um Arbeiter und Arbeiterinnen, Ingenieurinnen, um Volkswirtinnen, um Juristinnen und Designerinnen und um Haustechnikerinnen. Es geht um Angestellte und es geht um Unternehmen. All diese Menschen mit ihren unterschiedlichen Potenzialen und Fähigkeiten wachsen auch in Bocholt, nicht auf den Bäumen. Diese Menschen müssen unsere Stadt mögen, um sich im Wettbewerb um die Nachbarkommunen, die sich rasant entwickelnden Metropolen an Rhein und Ruhr, für unsere Stadt zu entscheiden. Dazu gehören natürlich Kitas, dazu gehört Schule, dazu gehört auch Wohnraum. Aber es gehört auch dazu eine attraktive Innenstadt, dazu gehören Kulturangebote. Das alles muss erhalten und möglichst verbessert werden. Und das heißt dann auch direkt Wirtschaftspolitik zu machen. Doch es geht nicht um die sogenannten Leistungsträger. Denn geprägt wird der Organismus und der Optimismus einer Stadt von allen ihren Bewohnern. Die Schwachen wie die Starken. Da können wir alle Berufsgruppen reinnehmen, von der Altenpflegerin bis zum Feuerwehrmann, von der Fachverkäuferin bis zum Akademiker. Mir läuft die Zeit davon. Deshalb möchte ich jetzt nur ein paar Themen noch anreißen. Bocholt ist eine fröhliche Stadt. Bisher haben wir davon profitiert, dass viel ehrenamtliches Engagement gerade auch in der Kultur unsere Stadt bereichert. Doch was ist, wenn hier Bausteine herausbrechen? Ich denke mal an den Theaterverein, gerade neulich Bühne Pepperoni, hat viel für die Stadt getan, aber was passiert jetzt? Da müssen wir administrativ ran, da müssen wir helfen können, da müssen wir Katalysator spielen. Aber das heißt nicht immer mehr, nicht immer was Neues, sondern wir müssen die Strukturen stärken, die wir schon haben. Bocholt neigt nämlich zu vielen Parallelstrukturen. Das ist bisher bei der üppigen Haushaltslage auch kein großes Problem, das ist toll. Aber was passiert, wenn das mal anders sein sollte? Dann kommt es zu Neid, dann kommt es zu Verteilungskämpfen. Und das müssen wir im Auge behalten und dafür würde ich arbeiten, dass das eben nicht passiert. Und ein Blick auf die Alterspyramide unserer Stadt genügt. Wer Bocholt für 2030 fit machen will, der hat die Best- und die Silver Ages im Auge zu behalten. Zum Beispiel mit einem Mobilitätsversprechen, mit angepasstem Wohnraum. Und damit, meine lieben Genossen und Genossen, komme ich zu meinem letzten Thema. Wenn wir Bocholt, die Zukunft Bocholts, gewinnen wollen, dann müssen wir uns auch um die Jüngeren kümmern. Diejenigen, die bleiben sollen, die kommen sollen. Wie aber machen wir Bocholt fit für sie und für die Familie? Gute Bildungschancen, und das beginnt bei Kitas und Schulen in allen Stadtteilen, ist eine zu billige Antwort. Gerade uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist doch bewusst, dass Chancen auch wahrgenommen werden müssen und sich schon da Hürden anhäufen. Es braucht also vernetzte Angebote sozialer Arbeit für all jenes zwischen Schule und Familien, um nicht einzufordern, sondern wirklich zu fördern. Zugehen auf die Betroffenen ist wichtig und damit auch die das finden, was sie wirklich brauchen. Ja, und Schaffen von Wohnraum gehört dazu. Unser Streben darf nicht danach trachten, immer mehr teure Wohnungen und Einfamilienhäuser zu bauen. Nein, es muss bezahlbarem Segment, da muss es Chancen geben. Da muss der Raum geschaffen werden. Der muss aber auch attraktiv, der muss ebenfalls wertig sein. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und wir müssen neue Formen von Wohnen bereitstellen. Und da ist quadratisch, praktisch, billig mit möglichst hoher Rendite nun wirklich nicht der Weg. Deshalb unterstütze ich auch die Forderung nach einer Wohnungsbaugesellschaft, getragen von der öffentlichen Hand, um vom Markt unabhängige Angebote machen zu können. Und in Bocholt haben wir dafür eine Chance. Peter hat jetzt gerade die Diskussion über die Evibo angefangen. Ich setze die hier nicht fort, das können wir in der Fragestunde machen. Aber mit der Evibo haben wir gerade im Moment die Chance auf eine Wohnungsbaugesellschaft Light. Diese Leitgesellschaft, das muss ja nicht so bleiben. Wir können auch etwas uns Besseres, etwas Größeres vorstellen. Und da vertraue ich mal auf Initiativen der Landes-SPD. Sebastian hat ja gerade bei einem Besuch in Bocholt gesagt, dass es da neue Wege geben kann mit regionalen Zusammenhang. Und da reden wir doch einfach mal mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Rehde und Isselburg und anderswo.
Ich habe noch 2 Minuten, ich weiß es ganz genau. Deshalb möchte ich jetzt eigentlich nur noch auf die Themen eingehen, die ich nicht angesprochen habe. Wir müssen über Innenstadt reden, wir müssen über Digitalisierung reden und das hängt sehr eng miteinander zusammen. Ich möchte aber auch noch ein bisschen was sagen, wie ich mir Verwaltung vorstelle. Ich glaube, wenn wir ein Attraktivitätsprogramm Bocholt 2030 Zukunft gestalten, mit der Verwaltung aufstellen, dann sind 2 Sachen sehr, sehr zentral. Ich bin mir bewusst, dass die Stadtverwaltung in ihrem jetzigen Zustand nicht alles schaffen kann. Da sind Fördermittel liegen geblieben nach viel Planung, weil sie nicht zu packen waren. Wie können wir das abmildern? Das hat auch was damit zu tun, wie wir sie aufstellen. Und da sind 2 Dinge sehr wichtig. Wir müssen die Projektteams organisieren, vielleicht auch über Fachbereiche hinaus. Das hat in der Vergangenheit immer wieder richtig gut funktioniert. Und dann müssen wir vielleicht von Anfang an bei Projekten Planungsleistung von außen viel stärker mit berücksichtigen und sagen, machen wir uns ehrlich, das schaffen wir gar nicht allein. Und das hat nicht nur was mit Bauen zu tun, das hat auch in allen anderen Bereichen was zu tun. Und da müssen wir dran. So, denn ohne Entwicklung bleibt es in Bocholt nicht besser als anderswo, wie der schöne Wahlspruch auf den kleinen Aufklebern da zeigt. Deshalb sage ich vorwärts, deshalb sage ich Aufbruch mit Bocholt und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich das alles, was ich jetzt hier nur angerissen habe, auch in einer Fragerunde weiter ausführen könnte. Ich würde gerne über die Vernetzung von Digitalisierung und Innenstadt, von Arbeiten und Digitalisierung in der Stadtverwaltung reden. Wie machen wir die attraktiv? 30% der Leute sind bald weg. Weil das alte, und wo kriegen wir die dann her? Weil das geht den Rädern nicht anders, das geht dem Kreis Borken nicht anders. Wie schaffen wir es da attraktiv zu werden? Und da fördern wir, müssen wir zum Beispiel sowas machen, wie attraktive Arbeitsplätze für Frauen, für Männer, die ihre Kinder betreuen wollen. Was ist mit Telearbeit? Wie können wir das vorsehen? Ist im Rathausprojekt zum Beispiel das drin? Ich habe noch genau 5 Sekunden. Ist da zum Beispiel ein Raum drin, der sagt, ja, für die Kita. Jetzt hört ihr es. Dass man eben sagen kann, ich bringe mein Kind nach der Schule mit. Dankeschön.